Willkommen zu einer weiteren Folge Hokolive. Ja, wir malen heute hauptsächlich, würde ich sagen. Und stellen nur noch so ein paar Sachen her. Unter anderem werde ich... Ja, vielleicht werde ich auch mal diesen Insektenkäfig machen. Wäre auch mal eine interessante Sache. Heute ist offenbar keine Angel-Challenge, warum auch immer. Obwohl Mittwoch ist, also es dauert wohl ein bisschen länger als eine Woche immer. Nee, aber Dünger wäre eigentlich eine coole Sache. Dann könnten wir nämlich doch mal wieder was... ja, hier. Nee. Anpflanzen. So, hier ist jetzt nichts drin, da war aber mal was drin. Ich werde vergessen, das euch im Nachhinein reinzuschneiden, deswegen gehe ich direkt mal hier ins Album. Ja, da hat tatsächlich ganze Dorf eine Menge reingeschmissen. Also vor allem die Glühbirnen haben mich gewundert, weil die sind gar nicht mal so, ne? Ja, hier. Taylor hat mich noch ein bisschen angeschnauzt, ob ich überhaupt was gemacht habe, als ich irgendwas vorbeigebracht habe. Aber ja, gut. Was soll's? Ich werde sie weiter in Taylor nennen, es ist einfach zu witzig. Was brauche ich denn jetzt eigentlich für Dünger? Ich weiß es nicht auswendig. Gucken wir mal rein. Die letzte Hausart habe ich übrigens auch angestoßen. Ist jetzt gerade im Bau. Unkraut war das, ja. Okay, habe ich hier drin. Und das auch nicht so knapp, da können wir eine Menge Dünger mit herstellen. Also, verhältnismäßig viel Dünger mit herstellen. Und ich glaube, ich nehme bei der Gelegenheit auch einfach mal direkt mal die Würmer mit und mache da auch schon mal Köder draus. Die würde ich ganz gerne nochmal im Fluss ausprobieren und na, im Endeffekt auch auf der Insel. Aber da habe ich sowieso noch ein bisschen was zu angeln und vor. Und ich glaube, das ist heute tatsächlich endlich mal Zeit, nochmal zur Insel zu reisen. So, alles was geht, das sind tatsächlich leider nur 11 Stück, aber besser als nichts. 13 Köder. Und wir werden uns jetzt mal an die Leinwand irgendwie begeben, falls das ohne weiteres so geht. Hey, wie geht's? Wir können noch... Ach, da oben. Wir müssen jetzt erstmal Pinselsets kaufen, hä? Huh? Ja, wahrscheinlich. Was ich jetzt einfach mal machen werde, ist folgendes. Ich werde jetzt alles mögliche... Ah, hier, die ganzen Farben sind jetzt neu, ne? Alles klar. Die kosten alle nicht viel, weißt du? Und... Das da oben eskaliert ein bisschen. Ist nicht darauf ausgelegt, dass man so viele Sachen noch einmal kauft, offenbar. Nee, aber wir haben das Geld und warum nicht gönnen? Ganz ehrlich, warum soll ich mir das jetzt nicht alles freikaufen, wenn ich jetzt die ganzen Anfragen auch bekomme und sowas? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Muster unbedingt brauche, ganz ehrlich. Was haben wir denn hier noch? Alles klar, da können wir so Deko-Sachen mehr noch herstellen. Ah, super, ein Minecraft-Block, super. Ach, schön. Stimmt, damit könnten wir halt selber Tapeten und Teppiche und sowas designen, wenn ich Bock hätte, ne? Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hier so ein Boden, so eine Wand irgendwie so. Ja. Wäre ganz cool eigentlich. Naja, habe ich jetzt gerade nicht so unbedingt Bock drauf. Entwurfsteile, ja. Brauche ich so jetzt auch nicht noch weiter. Weil die schon ganz cool wären. Die will ich schon mal kaufen. Das sind Lebkuchensachen. Aber da braucht man halt auch entsprechendes Material, ne? Ja, hier in dem Fall ist es offenbar Lehm. Cool. Nehmen wir mit. Was ist das denn? Das ist ja nett. Okay, also es gibt immer so ein paar Sachen. So, okay. Jetzt will ich aber erstmal hier hin. Und ich glaube, wir gönnen uns einfach mal direkt alle Pinselsets, weil warum nicht? So. Da haben wir jetzt auch wahrscheinlich wieder irgendwas hier erfüllt bezüglich Pinselsets und vielleicht auch bezüglich Sachen, die wir uns jetzt hier gegönnt haben. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich hier gucke. Ich muss hier wahrscheinlich gucken, ne? Ja, Pinselsets. 3 Pinselsets habe ich gekauft. Es geht halt nur noch darum, Farben herzustellen und natürlich Gemälde zu malen. Und Entwürfe basteln, also eigene und nachbauen und so. Das muss ich immer noch offscreen tun, aber das hat Zeit. Streichen. So, machen wir doch mal. Ich weiß nicht, was wir... Eine schöne Wintermütze wäre eigentlich ganz cool, aber wir haben halt gerade Sommer, deswegen... Was machen wir denn? Wir können Ei bemalen. Wand und Boden... Meine Güte, du hast noch gar keine Farben im Rucksack. Ja, kann ich überhaupt loslegen jetzt? Nee, okay, alles klar. Ich brauche definitiv erstmal Farben. Wir brauchen immer Farben. Schön. Ja, es ist irgendwie so ein Insider mal gewesen in einer Vertretungsstunde in Kunst. Da hatte irgendeine Kunstlehrerin mal draufgeschrieben, bitte leg die Farben immer wieder zurück, wir brauchen immer Farben. Irgendwie so. Und der Vertretungslehrer hatte das so richtig so viel Sand vorgelesen. So, hier bin ich auch falsch. Ich muss hier hin. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir dafür überhaupt brauchen.
Das hier, was ist das jetzt? Das ist Stofffarbe und das ist jetzt wirklich Farbe, ne? Okay. Also die verschiedensten Sachen bräuchten wir dafür jetzt. Ich bin ja ein großer Fan von Türkis, deswegen würde ich mir die Sachen zuerst mal gönnen. Also blaue Blütenblätter, eigentlich die beiden Sachen hätte ich ganz gerne, Türkis und Weiß. Das wäre schön. Das heißt, ich besorge mir Kleber, Kreide und blau und grüne Blätter. Okay. Die Hälfte habe ich jetzt schon wieder vergessen. Das ist leider kein Scherz. Ah, so. Die Farben kann ich mir merken. Ist ja auch logisch, das wird ja daraus zusammengemischt. Das kann man sich merken. So, den Kleber habe ich hier. Davon habe ich jetzt gerade 8 Einheiten. Das reicht auch erstmal für den Anfang. Wie spät ist es? Ja, ich könnte auch jederzeit Nachschub kaufen. Noch. So, und dann bräuchte... Das sind blaue, okay, ja. Die sehen halt mega violett aus hier, also die sind auch violett, kannst du mir nichts erzählen. Oder zumindest lila oder... Ich weiß nicht, ob es da einen großen Unterschied gibt. So, und die grünen Blätter. So, und jetzt brauchen wir noch Kreide, die sich in dem befindet, wenn du den mal anvisierst. Da haben wir noch 40 Einheiten vor. Und dann stellen wir erstmal Farben her. 2 Stück, um genau zu sein. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel man dafür jetzt braucht. Wahrscheinlich für einen Teil, einen Eimer oder so, keine Ahnung. Wird sich zeigen. Aber wir können jetzt auch... Himmelblau finde ich halt auch ganz geil, muss ich sagen. So, wir machen jetzt erstmal 2 Eimer hiervon. Warum scrollt der wieder nach oben? Was soll das? 2 Eimer hiervon. Und verschiedene Blautöne mischen ist auch eigentlich immer ganz cool. Deswegen nehme ich mal Himmelblau noch dazu ein. Und ich glaube noch einen normalen Blau, wenn das noch passt. Das passt auch noch. Der Kleber ist halt momentan der Flaschenhals noch. Gut, dann können wir, denke ich, jetzt mal aber wirklich mal streichen. Die Frage ist, was erstellen wir uns jetzt? Also, es gibt leider nicht so einen coolen Hoodie oder sowas, ne? Aber es gibt so einen... Ich glaube hier so einen schönen Pulli. Würde ich mal wollen. Ich habe noch keine Ahnung, was da diese Dinger da auf der linken Seite sind. Da gibt es wohl noch Tutorials für. Ah, die Pinselgröße können wir hier bestimmen. Ah, okay. Was machen wir mit L? Ausrichtung. Ja gut, das ist jetzt halt ein runder Pinsel, deswegen ändert sich da nicht viel. Kann ich auch einfach hier so drüber hovern? Ich will halt gucken, ob ich da was... Ne, kann ich nicht. Okay. Pinsel und Fa... Nein, X. So. Dann gehen wir mal auf den Pinsel... X. So, auf Pinsel, genau. Haben wir hier auch so ein Färb-Tool? Ja doch, klar, hier mit Y. Gemälde mit Farben füllen. Okay, pass auf, dann. So, schön. Das wäre jetzt meine Grundfarbe. Nee, ich glaube, als Grundfarbe würde ich dann tatsächlich den dunkelblauen bevorzugen. Füllen, bitte. Wobei, die Farbe gefällt mir nicht so. Wie sieht es mit Himmelblau aus? Nee. Dann nehmen wir, glaube ich, doch Türkis. So. Und jetzt Akzente. Was ist denn eigentlich da noch? Designart ändern. Ach so, da würde ich dann halt das Ganze... Ja, da könnte ich dann nochmal auswählen, ob ich dann ein Gemälde malen will, ein Pulli und so weiter und so fort. Alles klar. Ah, jetzt habe ich kein Grün. Schade. Damit könnte man so ein richtig geiles Go-Vegan-Shirt machen. Das mache ich, glaube ich, noch. Bald. ach, guck mal, jetzt ist natürlich auch die Ausrichtung hier wichtig. Genau, ich würde die gerne schon... Ja, ist dann so ein bisschen angeschrägt. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Dann hätte ich gerne die weiße Farbe einmal. Allerdings einen deutlich kleineren Pinsel. So irgendwie. Na, was ist denn jetzt passiert? Ist irgendwie einfach verschwunden. Ach so, weil ich jetzt da unten bin. Ach so, ja, das ist ein bisschen... Ich will die Ausrichtung aber nicht so haben, ich will die so haben. Wie bestätige ich das denn? Achso, nochmal mit L. Ja gut, das hätte ich mir denken können. Alles klar, dann machen wir hier ein Herz hin. Und ich würde sagen, dann machen wir noch... Genau, ja doch, ich bin noch sehr verwirrt. Wie man merkt. Dann machen wir noch eins so, was wir dann anders ausrichten. So, genau. Sehr schön, sehr schön. Das ist jetzt hier leider ein bisschen über den Ärmel. Das sieht ein bisschen kacke aus.
Und vielleicht noch, da hätte ich jetzt Bock drauf, so eine kleine Reihe quasi machen. Weil das eigentlich auch ganz geil aussieht so, oder? Mit L vielleicht noch ein bisschen die Ausrichtung oder so? Nee, die so ist eigentlich super. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Nee, ich hatte vor, hier vielleicht so eine Reihe zu machen oder so, aber so finde ich es eigentlich auch schon ganz geil. Ich glaube, ich mache das trotzdem. Nee, das sieht scheiße aus. Zumindest in der Größe. Ausrichtung war eigentlich in Ordnung. Ich wollte die Größe ändern. Ja, jetzt ist es ganz weg. Alles klar, das brauche ich auch nicht. Meine Batterie... Ich habe das doch angeschlossen. Hä? Also eigentlich ist der Pro-Controller angeschlossen, aber ich sehe auch gerade, er lädt nicht. Ja, das ist jetzt doof. Naja. Dann müsste er halt mit dem Geblinke noch klarkommen. Wir hatten jetzt keine andere Farbe mehr. Genau, das heißt, ich nehme jetzt einfach mal weiß, würde ich sagen. Kann auch hier unten theoretisch einfach drauf. Ich würde doch schon lieber so... Müsste halt eigentlich immer wieder so ein bisschen drehen auch. Kann man zumindest mal im Ansatz machen. So, wieder drehen. Oder jetzt vielleicht... Jetzt machen wir mal so und ein bisschen größer noch. So. Ich finde das gar nicht mal so hässlich. Der ist ja girly, der Pulli eigentlich. Aber ich mag den, der ist so richtig schön cozy. So können wir jetzt natürlich auch mal rumdrehen. Jetzt ist die Frage, machen wir hinten drauf überhaupt irgendwas? Ich glaube, da mache ich ein anderes Motiv drauf, tatsächlich. Wir haben ja noch so ein paar. Jetzt haben wir hier leider weiß und dadurch ist das jetzt hier alles sehr schwierig zu sehen. Ja, vielleicht einen großen Stern. Den machen wir aber, glaube ich, in... Ja, Moment. So, Stern. Und dann will ich die Farbe ändern. Ich habe das noch nicht so ganz raus. Den in so einer Farbe, würde ich sagen. So. Oder was wir auch machen können, theoretisch, das ist so ein bisschen effektmäßig. Das wäre jetzt quasi so ein... Ja, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Doch. Dann würde ich aber auch tatsächlich hier... Ich glaube, da mache ich dann in der Farbe... Mache ich dann unten so kleine Sterne. Das war auf der Naht, oder nee, das war da drüber. Okay, alles klar. So, dann müssen wir die nochmal ein bisschen drehen. So. Okay. Ja, ich gebe mir hier Mühe. Zumindest mal mit dem ersten Pulli, den ich hier mache. Dann machen wir gleich noch so ein schönes Wiegenshirt. So, ich glaube, dann machen wir jetzt so und nicht gedreht. So. Die Vorderseite finde ich zwar schöner, aber die Rückseite hat auch was, irgendwie. Irgendwie. Gut. Was ist das da jetzt eigentlich? Ach, da können wir zwischen den Tools wechseln, die wir oft benutzen. Ich habe gar nicht auf die linke Seite jetzt mehr geschaut. Ja, das wäre natürlich umso praktischer gewesen. Wenn ich da mal hingeschaut hätte. Aber egal. Ich finde den auch so sehr schön. Herz. Haben wir das hier irgendwo? Hokko hätten wir. Wir machen einfach mal... Ja, Herz. Herzlich. Herzegowina. Wir können ja auch einfach Herzegowina nennen. Warum nicht? Herzlich. So, sehr schön. Okay. Speichern. Habe ich den jetzt eigentlich dann auch da? In meiner Tasche? Ja, habe ich. Ey, ich finde den super. Der passt zum Style. Der passt auf jeden Fall super zu meinem Outfit. Ich mag den. Ich mag den sehr. Hinten sieht man den jetzt natürlich nicht so. Ärmel sind auch blank, aber ich finde super. Kann man machen, finde ich. So, jetzt bräuchte ich noch grün. Das ging ja auch noch, glaube ich, mit den Sachen, die wir hatten, ne? Genau. Das ist eigentlich das perfekte Grün dafür.
Wobei, das ist ja vielleicht sogar noch perfekter. So ein Lindgrün. Wir brauchen auch auf jeden Fall noch Lindgrün. Das Erste, was ich jetzt, glaube ich, mache, ist Klebstoff besorgen. Ich brauche... Scheiße, ich weiß gar nicht, ob jetzt schon nach 22 Uhr ist vielleicht sogar. Weil wir waren jetzt schon einige Zeit im Designer, ne? Das müssen wir uns ja gefallen lassen. Den Vorwurf. Es kann also sein, dass schon zu spät ist für Kleber. Aber dann spulen wir einfach auf den nächsten Tag, weil... Was soll's? Nee, es ist... Die Zeit ist, glaube ich, gar nicht vergangen. Finde ich gut. Wir haben auf jeden Fall die... Oder wir können uns den Auftrag quasi abholen vom Board, lindgrüne Farbe herzustellen. Das habe ich irgendwie mir gemerkt. Auch noch eine andere Farbe daneben. Das können wir auf jeden Fall direkt mal in Angriff nehmen. So, weil... Why not? Das wäre hier... Rote Farbe war das andere. Ja, die nehmen wir doch beide mal an. Was brauchen wir für Rot? Also noch irgendwelche Materialien oder nur die Blütenblätter? Dauert jetzt natürlich immer länger, je mehr wir kaufen. Das ist das Problem. Rote Blütenblätter, alles klar. Dann decken wir uns jetzt mal mit Kleber ein. Oh, shit. Ich habe so ein bisschen meine Kopfhörer vielleicht gerade aus dem Monitor gerissen. Eieieiei. So, jetzt höre ich wieder was. Da war ich ein bisschen zu stürmisch mit meinen Gesten. So, ich hätte gerne 30. Wäre das möglich? So. Wollte ich hier noch was? Eigentlich nicht, ne? Nö. Gut. Dann hole ich mir noch die roten Blütenblätter. Und dann geht's zurück an den Tisch. Dann machen wir noch ein Shirt, würde ich sagen. Weil da eben jetzt gerade so eine schöne Pflanze zu sehen war. Also da haben wir uns gerade so ein Pinselset ja gekauft. Das muss eigentlich jetzt noch sein. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Kleidung irgendwie aufstellen kann. Zu Hause, ob das geht. Zu Hause habe ich übrigens nicht wirklich gestaltet, muss ich sagen. Und ich überlege auch noch, ob ich das nicht doch wieder mit Swift tausche, weil... Ja... Ich finde das irgendwie doch gar nicht mal so schön, dieses große Haus. Aber ja gut, wenn man da nichts gestaltet hat, logisch. Ah ja, wir brauchten noch gelbe Blütenblätter, glaube ich auch, ne? Oder wollte ich zumindest nochmal mitnehmen, damit wir auch die andere Farbe mal herstellen können. Ansonsten für die beiden Aufträge müssten wir eigentlich beides machen können jetzt. Und Farben herstellen bringt auch nochmal was für unser Achievement-System, auch das ist super. So, das heißt, hierfür brauchen wir auf jeden Fall... Ich mach mal 4. Dann wollte ich diese Farbe unbedingt mal haben. Mach mal 2 draus. Und dann einmal... Oder zweimal, ich weiß nicht, wie viel so wollte. Ich mach mal 3. Rot. Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Weiß. So. Was haben wir denn jetzt hier sonst noch, was wir machen können? Wir können ziemlich viel machen. Das meiste will ich aber gar nicht. Wir können auch mal Pink herstellen. Auch wenn das hier eher so ein Schweinchen rosa ist. So, ich glaube, wir haben gerade schon was gesehen, ne? Ja, sehr schön. Mehr Erz durch Steine. Ah, das ist das Icon. Das habe ich nämlich schon öfter gesehen. Mehr Erz ist das also. Wir haben noch ein bisschen Geld bekommen. Ich weiß jetzt nicht, woher das alles ist. Das ist nicht das. Was war das denn eigentlich nochmal? Mehr Holzscheite von Bäumen. Ja, okay. Aber hier seht ihr ja auch schon, Farben herstellen bringt uns hier weiter. Gemälde wäre dann die nächste Stufe. Vielleicht ist das hier irgendwie von wegen als Staffelei aufstellen? Keine Ahnung. Und hier muss ich halt vor allem einfach noch bauen, ne? Das ist klar. Genauso wie hier. Das ist vielleicht auch sehr interessant. Ach, guck mal, das könnten vielleicht auch diese Weihnachtsartikel sein? Ich habe keine Ahnung. Und hier müssen wir einfach nur ordentlich umdekorieren. Ja, ja. Wir haben noch ein bisschen was... Was wir so einfach so nebenbei mal machen können. So, hier so ein ganz normales T-Shirt würde ich gerne einmal. Genau. Und jetzt, so viele schöne Farben zur Verfügung, ne? Wundervoll. Ich hätte gern das hier einmal. Deutlich kleiner zwar, aber... So, und jetzt hätte ich gerne ein schönes Grün dafür. Oder wir machen Grün als... Also ich hätte mir es jetzt so vorgestellt, weil das sieht eigentlich auch schon ganz gut aus. Wir können aber auch tatsächlich hingehen und sagen... Wir nehmen erstmal dunkel und färben damit das ganze T-Shirt ein und machen dann sowas da drauf, aber ich weiß nicht. Das sieht jetzt eher so wie so eine Verpackung aus, muss ich gestehen. Deswegen mache ich das, glaube ich, doch rückgängig. Und ich glaube, ich möchte das auch lieber so als
So irgendwie. Quasi. nein. Was haben wir denn noch so für Motive? Wir haben noch eine Menge Gras auf jeden Fall hier, was wir verwenden können. Das wäre, glaube ich, ganz cool, hier so unten hinzuklatschen, wirklich. So. Ja. Okay, okay. Was ich jetzt gerne noch machen würde, ist Akzente dazwischen setzen. Mit dunkelgrün. Ja, sehr schön, sehr schön. Und jetzt einmal hingehen mit dem hellgrün und da jetzt wirklich mal pinseln. Das haben wir nämlich bisher gar nicht gemacht. Wir haben noch nie eigentlich ganz normal gepinselt. Ja, nehmen wir den festen Pinsel auch. Wobei, das hätte ich eigentlich vorher machen müssen. Stelle ich fest. Ja, so sieht es jetzt ein bisschen weird aus. Warte mal, dann machen wir das mal rückgängig. Dann pinsel ich hier erstmal drüber. So, sehr schön, sehr schön. Jetzt muss ich mal ein bisschen drehen. Das können wir auch eigentlich durchziehen. Einmal rundherum. Ich glaube, das mache ich erstmal. Das heißt, wir können hier jetzt erstmal hier wechseln. Genau, sehr schön, sehr schön. Dann ziehe ich das jetzt erstmal ein bisschen durch hier. Ein bisschen, das klingt auch weird. So, und jetzt wieder wechseln zum Pinsel. Ich finde das eigentlich ganz nett. Ich würde solche Shirts... Ach so, das ist jetzt schon irgendwie innen quasi. Ich kann das auch noch von unten anmalen, was keinen Sinn ergibt, aber... Why not? Ich finde das irgendwie ganz geil. Tatsächlich. Vielleicht soll ich tatsächlich Merch anbieten. So, und dann hier so einzelne. Genau. Also wirklich vereinzelt. Ja, okay, das sieht jetzt ein bisschen scheiße aus da. So. Das sind jetzt, glaube ich, doch vielleicht schon fast ein bisschen zu viele, aber ey, why not? Jetzt fehlt eigentlich nur so ein großes V oder irgendwie sowas. Das macht es wahrscheinlich jetzt ein bisschen kaputt, aber ich glaube, das würde ich glaube ich trotzdem machen. So. So. Okay, das sieht scheußlich aus, aber auch nur, weil ich das jetzt hier schlecht malen kann. Ich frage mich ja, was das ist. Ist das so ein Werkzeug vielleicht auch? Und es ist halt wirklich... Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, ne? Was ist das? Schreckliches. Aber gibt es hier wirklich kein Werkzeug, wo man irgendwie so festhalten kann oder so? Das wäre halt voll cool. Also so ein Lineal quasi. Ist ja wirklich cool. Aber so ist eigentlich auch cool, oder? Kann man doch lassen. Jetzt so ein bisschen aus wie so ein Trikot von Wolfsburg oder so. Aber was ich persönlich noch ganz geil fände jetzt, wäre, wenn man da oben noch was macht. Man sieht jetzt keinen Kragen oder irgendwas, deswegen das wäre halt ganz cool eigentlich, da oben noch was zu machen einfach. Ich glaube, das würde ich mal so versuchen. Einfach hier oben quasi einmal so. So irgendwie was. Weißt du? Aber halt deutlich, deutlich dezenter. Und vielleicht sogar mit Blau. So von wegen Himmel und so. Wobei ich das Dunkelgrün eigentlich ganz geil finde. Ja, sieht jetzt halt scheiße aus, weil ich keine guten Werkzeuge, finde ich, dafür habe. Dass ich das hier schön machen kann. Da muss man halt wirklich ganz filigran sonst vorgehen. So etwa. Aber ich glaube, das ist einfach zu breit. Schon. Und ich weiß noch nicht, ob das schon oben ist oder immer noch vorne oder wie oder was, oder?
I don't know. Wir können es auch so lassen. Theoretisch. Radierer oder sowas haben wir nicht, ne? Da müssten wir quasi nochmal drüber gehen, wahrscheinlich mit Weiß einfach. Wenn wir das nicht mehr haben wollten. Weil so im Endeffekt. Dann ist das quasi Team Wiegen oder so. Jetzt habe ich leider hier ein bisschen was davon weggemacht. Das geht eigentlich nicht. Das offizielle Sportshirt. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ich lasse das jetzt mal so. Okay. Und ich habe auch schon viel zu viel Zeit damit jetzt verbracht, aber nun gut. Wir ziehen es mal kurz an. Ich mag das irgendwie. Ich mag das. Aber der andere Pulli hat halt jetzt einfach, der passt super zum Stil. Deswegen lassen wir den. Und jetzt würde ich sagen, können wir die Farbe erstmal ausliefern, nicht wahr? Die sind doch jetzt beide... Nee, Lindgrün. Ich habe die grüne Farbe. Ich depp. Ich habe die grüne Farbe tausendmal hergestellt. Ja, alles klar. Lindgrün wollte sie zweimal haben. Kriegt sie. Ich habe es vorhin noch so deutlich gesagt und alles und trotzdem vergessen. Einmal zu Poa und einmal zu Mai. Wo auch immer die sich rumtreiben, die zwei. Und ja, der Reim war jetzt ein bisschen forced. Jetzt habe ich mir noch keinen Dünger hergestellt. Das wäre eigentlich wirklich das Nächste, was ich jetzt tun würde. Wir gucken auf die Karte. Ich glaube, die liefen vorhin alle noch hier unten rum. Deswegen werde ich jetzt hier mal runterschauen, ob die beiden hier sind. Wenn ja, super. Wenn nein, schlecht. Logischerweise. Aber die sind, glaube ich, beide hier. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, das abzugeben, theoretisch. So, hallo, Mai. Magst du Katzen? Geht so. Aber du hast da eine hinter dir, die sehr Katzenfanat ist. Oh, das ist perfekt, Niklas. Hier, türkise Knöchelturnschuhe. Die habe ich gerade an, falls du das siehst. Aber gut. Unterhalte dich mal mit Swift. So, was geht? Ich habe ein bisschen was gemacht, Fiore. Hey, schön, dich zu sehen. Okay, der hat überhaupt kein Interesse mehr an mir. Schön. Ist nicht hier, ne? Einfach nur mal... Aus Spaß. Lass mich mal schauen. Bringt das hier was, da zu interagieren jetzt plötzlich irgendwie, warum auch immer? Nein. Schön. Und wir haben 1997. Ärgerlich. Hätte ich eine Münze mehr, dann hätte ich einfach mein Geburtsjahr. Haben wir was, das wir für 1 Euro verkaufen können? Für eine Mark. Ich könnte Sand verkaufen. Aber das ist es mir jetzt nicht wert, ehrlich gesagt. Aber wir können mal hier wieder reingehen. Ich habe auch gelesen, es gibt so um die 30 Villager, glaube ich, oder so. Und man könnte die theoretisch alle in seinem Void da haben. Das ist der Ren. Der Herr Monopoly. Hey, willst du was Krasses hören? Schätze schon. Also mein guter Kumpel Igor, ja. Er hat da diesen Plan entwickelt, den örtlichen Strand vom Müll zu befreien. Er will alles im Büro von diesem umweltfeindlichen Bonzen abladen. Der das absolut verdient hat, verstehst du? Wir dachten, es würde sich nicht immer alles ausgehen, aber weil es so viel war, verstehst du? Was? Der Satz ergibt für mich keinen Sinn. Aber es war tatsächlich genug Platz. Es war absolut köstlich, er hat nur gesagt, oh nein, mein Büro oder sowas. Egal, ich muss jetzt jedenfalls eine Weile untertauchen. Kennst den Ort, an dem ich bleiben kann? Ja, kommt sie ein. Klar, klingt gut. Ich muss morgen was in der Stadt organisieren. Aber danach bin ich gleich dabei zu packen. Ja, du mich auch. Ja. Oma will auch eigentlich immer noch... Stimmt. Das mache ich gerade noch. Oder das gucke ich mir jetzt nochmal an. Und zwar... habe ich gesehen, dass die Bäume hinter meinem Haus, die Obstbäume, die ich gepflanzt habe, tatsächlich jetzt, also das ist zum ersten Mal, dass ich hier in-game sehe, dass tatsächlich Früchte da dran sind. Spannende Frage ist jetzt, kann ich daran jetzt schütteln oder muss ich die auch wieder einfach direkt abhacken? Wie sieht das da aus? Ich schätze mal, ich muss die auch wieder direkt dann abhacken, aber nun gut. Erstmal muss ich eigentlich den ganzen Shit, den ich jetzt in der Tasche habe, loswerden, denn das sind jetzt dann doch auch viele Farben und alles Mögliche.
Ich werde also schön weiter Gemälde auch einfach malen, also einfach irgendeinen Rotz. Einfach nur, um erstmal das alles erledigt zu haben. So, die ganzen Farben werde ich jetzt hier mal reinpacken. Das kann ich mir, glaube ich, auch noch ganz gut merken, dass die hier sind. Stimmt, den Dünger hatte ich ja sogar hergestellt, ich erinnere mich. Ich habe damit halt nur nichts gemacht bisher. Das wird Ziel des nächsten Parts werden. Ja, definitiv. Und die Köder würde ich dann ganz gerne, wie gesagt, vor allem auch auf der Insel ausprobieren. Das heißt, da werden wir... Ich werde dahin zurückreisen beim nächsten Mal. Ich möchte es nicht versprechen, aber... Eigentlich möchte ich es schon. Weil ich möchte es auch mal wieder gemacht haben. Da drüben rüberzufahren und so. Weiß jetzt gar nicht, was ich mit den Lampen machen soll. Ah, hier haben wir noch Kisten, ne? Die schwarze Jacke brauche ich dann jetzt auch gerade erstmal nicht mehr. Ich habe auch irgendwo den Metalldetektor hingeschmissen. Ich glaube, der war irgendwo bei mir zu Hause oder jetzt bei Swift momentan. So, aber ich wollte eigentlich was anderes machen. Und zwar wollte ich noch schnell hier rüberlaufen. Oh, da sind Bestellungen angekommen. Hauptsächlich Böden. Hier. Kirschbäume. Ja, wir können sie tatsächlich schütteln. Geil. Kirschbäume und... Oder ein Kirschbaum und ein Apfelbaum. Das heißt, wir sollten... eigentlich schleunigst mal Orangenbaumsamen kaufen. Denn die will Oma haben. Und dann entsprechend anbauen. Und hier das Ganze werde ich wahrscheinlich auch nochmal abholzen dann. Aber das wahrscheinlich alles erst nach dem nächsten Part. Hier ist jetzt der andere Typ Haus, der letzte, den es noch gibt. Und ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gibt es Dünger. Und bis dahin schlafe ich, glaube ich, nochmal eine Runde. Dann haben wir einen schönen neuen Tag. Und dann geht's los. Bis dahin. Ciao.